begrüße Sie herzlich heute Abend. Ich bin ganz baff, dass es so viele Leute interessiert. Insofern wollen wir auch gleich anfangen. Was mich aber noch ganz kurz interessiert hat, wer von euch kann denn mit Husen überhaupt etwas anfangen? Bitte mal strecken. Sehr schön. Und jetzt die Gegenprobe. Wer kann nichts damit anfangen besetzt? Ja, da sind doch auch einige. Nein, alles okay. Dies ja. Oder alle, die es so schnell wissen werden. Ja, woher kommen die Husnamen? Im Jahre 1900 waren es in Immerstadt ca. 860 Einwohner. Da ein paar Familiennamen sehr häufig vorkamen, wie Berger, Dickreiter, Endres, Heberle, Heger, Langestein, Müller, Rauber, Repstein, Schild und Schneider, war das manchmal ein Problem. Damals gab es noch keine oder nur wenige Straßennamen. Die Häuser waren einfach nur durchnummeriert. Dadurch fiel die Zuordnung ziemlich schwer. Erst die verschiedenen Hausnamen machten eine eindeutige Zuordnung möglich. Als ich geboren wurde, gab es zum Beispiel 8 Familien bzw. Haushalte, die Rebstein hießen. Die Husnamen dafür waren Hofmeisters, Kunos, Kupfermeckes, Schlossers, Schuhmachersmädeln oder Nähnen, Seehofwirts, Vorderhuser und Zietens. Für die Hausnamen wurden zum Teil die Vornamen der Großväter oder Urgroßväter verwendet, auch manchmal von weiblicher Seite, wenn Sach dem Mädel gehört hat. Der Beruf eines Vorfahrens oder eben andere Besonderheiten der Bewohner. Oftmals erinnert sich auch niemand mehr daran, wie die Husnamen zustande kamen. Ein bisschen konnte ich da noch in den Ahnentafeln, also aus dem Familienbuch 1 und 2 des Heimatvereins herausbekommen. Manchmal war auch der Grad zwischen Hausnamen und Spitznamen sehr klein. Es kam zwar fast die Zieh, aber wenn sich doch ein Fehler eingeschlichen hat, dann tut mir das leid. Nein, das ist natürlich Quatsch. Es sind so viele gleiche Namen, so viele Zahlen. Wenn da einer irgendwas entdeckt, was nicht stimmt, hinterher komme oder auch später zu mir und sage, da haben wir noch was zum Verbessern. Ja, jetzt, also interessiert haben mich die Husnamen schon, alleinig, weil unser Kuno war. Aber einen Vortrag zu machen, der Gedanke ist mir nie gekommen. Und wenn doch, habe ich ihn auch gleich wieder verworfen. Übrigens an die, die jetzt nicht so dialektmächtig sind, ich muss Hausnamen sind. Ja, mach ruhig weiter. Dialektbehaftet. Und insofern muss ich oft mal den Dialekt auch benutzen. Auf der anderen Seite ist auch viel in einigermaßen verständlichem Hochdeutsch, so glaube ich jedenfalls. Wie auch immer, bis denn, in der Fasnacht 23 beim Narrenbaumstelle in Kipperhuse, beim Café im Pfarrsaal. Da saß die Irmgard Eberle mir so schräg gegenüber. Und zeigt doch mal, du, und ich sage, wer, ich, ja du bist doch vom Heimatverein. Du könntest doch mal Husnamen aufschreiben. Ich wüsste noch jede Menge davon. Und sage, ja, das ist doch super, dann nimmst du einen Zettel, schreib sie auf und ich komme mal vorbei und hol sie ab. Dann sagt er, nein, so machen wir das nicht. Du kommst zu mir, ich sag dir sie und du schreibst sie auf. Ja, mein Gott, ich war einverstanden und wir vereinbarten einen Termin. Das war der Beginn einer konstruktiven Zusammenarbeit. In der Vorbereitung stellte sich heraus, dass der Heimatverein in dem Heft Immerstader Heimatblätter Nummer 15 schon einmal eine Liste mit Husnamen veröffentlicht hatte. Diese wurde damals von Anni Weißenberger und Fritz Rück zusammengestellt. Wir trafen uns trotzdem und einigten uns darauf, diese Liste zu ergänzen. Ich merkte allerdings bald, dass ohne Hintergrundwissen der dazugehörigen Häuser mir die Sache
zu kompliziert bzw. zu unanschaulich wurde. Deshalb suchte ich zu den Hausnehmern die dazugehörigen Bilder der Häuser raus und schrieb die jetzigen Straßennamen und Hausnummern dazu. Das ist übrigens eine Postkarte von 1935. Es ist noch Verdichtung möglich. Bilder, wo man heutzutage dazu sagen, von wem sie sind. Und die sind durchweg vom Johanna Fink oder Christian Rebstein, also mir, dem Archiv Heimatverein. An dieser Stelle herzlichen Dank an Peter Daniel für seine bereitwillige Unterstützung, weil er verwaltet das Archiv vom Heimatverein. Ja, fangen wir bei B an, die Bachstraße 3, Heberle Friedrich, also Fritz, geboren 1890 und sein Spitzname war Heberle Spitz. Heute wird das Haus von Katja Haberstroh, geborene Winkler, bewohnt. Zeitweise soll es sogar den Namen Architekt Barbus gehabt haben. Eigentlich ist das ein ganz schlechtes Beispiel, das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, aus zwei Gründen, weil das Haus größer hat wie der Eigentümer, also Heberle Fritz. Und zweitens wollte ich eigentlich keine Spitzname drin haben. Der war mir jetzt aber so sympathisch, da habe ich gesagt, gut, den lassen wir drinnen. Beim nächsten ist es schon ganz anders, das ist Max Hegers, Bachstraße 5. Heger Max, 1852 geboren, war Güterbestätter und schon Eigentümer der Bachstraße 5. Heute ist das Haus unter dem Namen Scheffel-Nachfolger bekannt. Die Besitzer wechselten nur die Namen der Familie Heger zu Walser und zu Weipert. Wir springen gleich zur Bachstraße 8, weil nicht jedes Haus hat einen Husnamen gehabt, weil das oftmals nicht nötig war. Wenn der Musch größer hat, es gab nur einen Musch in dem Staat, dann war das klar, wo der ist. Nur eben bei diesen Namen, wo so häufig vorkamen. Und Schilde kam wieder relativ viel vor. Also Schild Anton, geboren 1874, hat eine Rebstein Franziska geheiratet. Die Tochter Ottilia, also kurz Ottil, hat einen Gläuber Alois geheiratet und dieser war ab 1938 Straßenwart in Immenstadt. Also ich versuche in meinen Hausnamen jetzt zuerst den Ursprung zu sagen und dann runter wird es bis mehr oder weniger heute. Gelingt mir nicht immer, aber ja. Altbürgermeisters, das ist direkt gegenüber. Das neue, die bunte Bild, es ist noch zu erkennen. Rauber Josef, geboren 1811, war tatsächlich von 1861 bis 1876 Bürgermeister in Immenstadt. Die männlichen Nachfolger waren Rauber Friedrich, dann der Sohn Rauber Josef, der Sohn Rauber Walter und der Sohn Rauber Karl. Sklasers, einer der berühmtesten Hausnamen hier in Immenstadt, in der Bachstraße 10, weil fast jedes Kind einmal zum Glaser geschickt worden ist oder zu Glaser Hegers. Und Ursprung ist tatsächlich Rauber Josef, geboren 1811, war Glaser. Die Tochter von Josef Rauber hieß Maria Rauber, hatte eine Tochter, Amalie Rauber. Und diese heiratete den Heger Heinrich, Bäckermeister, dessen Sohn Heger Richard, Bäckermeister, dessen Sohn Heger Heiner, Bäckermeister. Und dessen Sohn Heger Roland, Bäckermeister. Da fragt man sich wirklich in dieser Bäckermeister-Dynastie, wie kommt Glaser zustande? Aber es gab mal einer. Gegenüber sind Mosers in der Bachstraße 13. Heger Gebhardt, geboren 1864, heiratete 1890 eine Franziska Frey. Diese wurde anerkannt als Stieftochter von Moser Johann. Der Sohn Johann Nepomuk Heger hieß von da an Mosers. Hausname ist eigentlich Moser, aber die ganze Familie wird ein S dran gehängt, waren dann Mosers. Da waren dann alle damit gemeint.
Das heutige Schuhhaus Heger ist im Besitz von Franz Heger bzw. Martina Wagner, geborene Hegner. Wir springen schon in die Brotmannstraße 2, da sind die Freie Pauls. Der Ursprung ist leider unbekannt. Langestein Johann Baptist, geboren 1861, verheiratet mit Müller Pauline, Paulina und Sohn Langestein Paul, da kommt das Paul her, wohnen schon in der Brotmannstraße 2, heute im Besitz von Familie Sonja Langenstein. Freie kommt vielleicht daher, dass drumherum einfach nur freier Platz war, denn es war sicher lange Zeit drumherum unbebaut. Aber ist Spekulation. Schmiede, Bächlere in der Dr. Zimmermannstraße 4. Im nördlichen Teil des Hauses war eine Schmiede, die später von Hans Dickreiter gepachtet wurde und der später das Haus in der Dr. Zimmermannstraße 9 von Anton Knoblauch und Maria Dickreiter kaufte und dort eine Schmiede bzw. einen Landmaschinenhandel betrieb. Frieda Bächler, auch Bächlere genannt, wurde die zweite Frau von Hermann Rauber, Großvater von Max Rauber. Im neuen Haus war das Café Kern oder Ratstube, wie man auf dem bunten Bild sieht. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist die Frieda Bächler drauf, die zweite Person von rechts. Jetzt sind wir schon am Ende der Dr. Zimmermannstraße, nämlich 14, die Bennes. Ursprung Rebstein Benedikt, von dem kommt das Bennes. Geboren 1838, verheiratet mit Berger Amalie. Wohnhaft in der Seestraße West 25, da am früher Rösslers drin wohnt, jetzt Dickreiter. Der Sohn Rebstein August. Geboren 1875, genannt Bennes August, heiratete Stefelin Clara. Sie wohnten ab 1934 in der Bachstraße 14. Die Tochter Rebstein Amalie heiratete den Heberle Josef und dieser blieb leider im Krieg. Sie hatten aber zwei Kinder. Clara Heberle, also Bennes Clara, heiratete Günter Haas und zog 1959 in das Haus in der Seestraße West 11a. Walter Heberle, also Bennes Walter, blieb in der Dr. Zimmermannstraße 14. Auch hier ist es kein reiner Hausnamen, sondern geht mit den Besitzern in ein anderes Haus bzw. eine andere Straße. Das gibt es ab und zu mal, nicht oft, aber es gibt's. Fricke Wesele 2, Schwörerhus oder Pulverturm, seit 1898 im Besitz der Familie Schwörer und hieß früher Pulverturm. Ebenerdig ist die Gastronomie. Pulverturm, heutiger Besitzer ist Florian Schwörer. Zweitältestes Haus in Immenstadt aus dem Jahre 1578. Dann Fricke Wesele 4, Schlossers Lotte. Josef Heger war Schlosser vom Beruf. Er hatte seine Schlosserei im Norden des Hauses. Wenn mal gucken, ob wieder nahe kommen. Ja, da an der Sieb ist ein Wenk. Oder eben von der Schulstraße ist sie hier in diesem roten Kästle drin. Deshalb eben Schlossers Lotte oder Hegers Lotte. Die Schlosserei hat später Anton Rebstein, Schlossermeister, übernommen. Die Fälle. Da weiche ich jetzt auch ein bisschen von der Hausname ab, aber es ist so ein besonderer Name, der allgemein bekannt ist. Der Name Felle hat schon immer für mehrere Grundstücke gegolten. Diese Grundstücke wurden vom Kobenbach durchflossen vor der Umlegung. Eine Zeit lang konnte in diesem Bereich auch Wasser aus einer Quelle entnommen werden, die sich aber nicht als Quelle aus der Tiefe, sondern als Quelle aus oben Oberflächenwasser herausstellte. Ein Teil des Gebietes ist im Besitz der Familie Karl Heberle. Stoihusers oder Hässlers in Fricke Wesele 12. Stoihusers bitte nicht verwechseln mit Stoihauers, da kommen wir später dazu. Hässler August, 1875 geboren aus Zürich, heiratete Ries Regina und zog ins Fricke Wesele 12. War aber früher mal Fricke Wesele 1, weil bis dort nah
hat die Straße anders Größe. Aber egal. Die Tochter Frieda, geboren 1906, heiratete den Höhn Albert. Sein Sohn Rainer Höhn gründete das Elektrogeschäft Höhn. Stuyhuser ist nicht bekannt, waren wir nicht zu ergründen. Schuhmachers Mädchen im Frickewesele 15. Das süße Haus ganz oben kennt fast jeder. Der Vater der Mädchen hieß Hermann Rebstein, geboren 1867 und war Schuhmacher. Die Mädchen Maria, Anna und Mathilde selbst waren Näherinnen. Also bei uns daheim hat man fast gesagt, gehst mal zu nähen. Mathilde Rebstein war im Geschäft Held und Menke, Stoff- und Bettegeschäft in Immelstadt beschäftigt. Gleich ums Eck rum, Schilte Müller im Frickewesele 20. Die Frau Pauline Schild, geboren 1874, heiratete Emil Müller aus Gottmadingen. Sie waren die Eltern von Johann Müller, heute Landhotel Müller. Rösslers Hus, der Staunen ist besonders, im Frickewesele 22. Das war zuerst dieses Schwarz-Weiß-Foto. Josef Rössler heiratete Johanna Hiestand. Johanna Hiestand war die Mutter von Heinrich Hiestand, der Maurer war. Und dieser war mit Rosina Einhardt verheiratet. Die Rösslers zogen 1931 in das Haus Frickewesele 24, das man auf dem bunten Bild sieht. Und das alte Haus wurde dann das zum Hiestandhaus auf dem Schwarz-Weiß-Bild. Jetzt kommen wir zu Stuyhaus, ebenfalls ein bekannter Hausname noch im Frickewesele 29. Rebstein August, 1851 geboren, war Steinhauer von Beruf und ebenfalls sein Sohn Bernhard. Die Tochter von Bernhard Rebstein, Rebstein Josepha, heiratete den Alois Heger. Die Tochter von Alois und Josepha Heger, Hermine Heger, heiratete Ernst Lehle. Und dann sind wir jetzt beim Namen. Dementsprechend hatte schon der Urgroßvater von Hubert Lehle den Beruf Steinhauer. Wagners oder Wangers, das ist, die eine sagt so, die andere so. Franz Josef Müller, geboren 1906, war Wagnermeister. Später war die Flaschenerei von Klaus Kohler in der Wagner-Werkstatt. Also auch die Bilder von 1939 und 1952 unterscheiden sich noch nicht so arg viel. Alt Rotschriebers im Frickewesele, 43. Berger Wilhelm, geboren 1873, war Ratschreiber in Immelstadt. Sein Bruder Friedrich Berger blieb auf der Landwirtschaft. Aus der Ehe von Friedrich Berger und Maria Rauber gingen die Kinder Willi Berger, Wasserwilli, Johann Berger, Fritz Berger, Raster und Cecilia Zilli Diegelmann und Anna Berger hervor. Anna Berger, geboren 1911, heiratete den Eugen Eisele, Molkereimeister, und übernahm den Hof. Also wer es nicht kennt hat, früher war die Pizzeria da drin, bevor es Abbruch war. Kunus in der Friedrichshafener Straße 1. Bei uns war es eigentlich ganz leicht. Kuno Rebstein, geboren 1882, war der Vater von Ernst Rebstein und somit auch Großvater von Hans Georg, meinem Bruder, und Christian Rebstein, also mir. Die drei Brüder von meinem Vater, Franz, Kuno und Georg, sind im Krieg gefallen. Wenn wir als Kinder irgendwo hingeschickt wurden, war oftmals die Frage, bist du mit dem Kuno? Oder der Rauber Walter sagte, das ist ein Kuno Ernst-Symbol. Er hat die Vorgehensweise der Hausnamen verinnerlicht und Vornamen von Vater und Großvater kombiniert. Mein Bruder Hans-Georg Rebstein hat sich den Hausnamen zunutze gemacht und hat sich immer gleich als Kuno vorgestellt. Das führte dazu, dass manche Freunde und vor allem Berufskollegen seinen richtigen Vornamen überhaupt nicht wussten, obwohl sie ihn schon seit vielen Jahren kannten. Da zeitweise wir Kinder beide mit Kuno bezeichnet wurden,
ergab sich bei uns zu Hause eine nette Situation, wenn bei uns jemand klingelte und meine Mutter die Haustüre öffnete. Dazu muss ich kurz aufstanden, ich hoffe, das geht mit dem Mikrofon gut. Also es hat klingelt, meine Mutter kam entweder aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer raus in den Flur. In der Flur war dann so ein Geländer, weil der Eingang ein halbes Stück tiefer war. Und unten kommt dann eine Marei, meistens war es ein Mädel, und dann sagt dann, ist der Kuno auch da? Und meine Mutter, zu welchem Witt? Zum Hans-Georg oder zum Christian? Ganz verdattert, halt zum Kuno. Irgendwie hat sich denn die Situation schon irgendwie aufgeklärt. Ja, in der Friedrichshafener Straße 8 gab es jetzt noch den Zieten. Ursprung ist mir leider unbekannt. Rebstein Siegfried, geboren 1883, war noch Fischer. Sein Sohn Franz Rebstein, geboren 1913, war Installateur und Flaschner. Zu ihm wurde Zieten gesagt. Aber Franz Rebstein wurde ziemlich ärgerlich, wenn er mit Herr Zieten angesprochen wurde. Das wurde mir glaubhaft von Kindern versichert, die zu ihm geschickt wurden, um etwas zu besorgen. Jetzt springen wir zu F, Fritz Kopp, Strauß 2, das war Baumkops. Kopp Georg, 1909 geboren, war Holzhändler. Und weil Holz von Bäumen kommt, deshalb Baumkopp. Das Haus stand an der Ecke Herbenweiler und Friedrichstraße. Heute steht an dieser Stelle ein Mehrfamilienhaus mit Allianzbüro im Erdgeschoss. Das Haus hatte eine Zeit lang auch den Straßennamen Happerweiler 17, drum steht es klein drunter. In der Fritz-Kopp-Straße 12, das war ein Polizeis, Dickreuter Josef, geboren 1849, war Gemeinde- und Polizeidiener. Sein Sohn Dickreuter Leo heiratete Clara Schild, Polizeis Clara. Die Tochter Hermine Dickreuter heiratete Otto Jackel. Und da, heute steht es nicht mehr. Kupferschmied, Fritz Kopfstraße 14. Rebstein Gottfried, geboren 1841, war Kupferschmied und war der Großvater mütterlicherseits von Einhard Sophie. Die Einhard Sophie heiratete den Langestein Wilhelm Theodor, genannt Hunds Willi. Die Tochter, da kommen wir dann später noch drauf, und die Tochter Langenstein Trude heiratete den Langenstein Hermann vom Wattgraben 5. Schilterhus oder Schnebeles im Happeweiler 8. Es war das Geburtshaus von Karl Schild, geboren 1883. Seine Tochter Ida Schild war mit Hermann Scherer verheiratet. Der Ursprung Schnebeles konnte ich leider nicht herausfinden. Die zwei Bilder noch, das erste von 1911 nach dem Umbau und das andere ist 1944 abgebrannt und 1949 neu aufgebaut. Von Karl Schild ist übrigens im Heimatverheft 1 ein interessantes Interview abgedruckt, nur wenn Sie das interessieren sollte. Fischers oder Metzgers Paul im Happeweiler 12. Das ist alles noch relativ nah. Paul Dickreiter war von Beruf Fischer, aber er machte als Metzger auch Hausschlachtungen, hatte eine Landwirtschaft und eine Musterei. Heute sind die Gebäude im Besitz von Edith und Gabi Dickreiter. Gut, Endresse, Happeweiler 15. Ursprung ist Endres Anton, der geboren ist 1852. Sohn Bernhard Endres heiratete Sophie König. Die Tochter Frieda Endres heiratete den Leonard Thoma und heute ist das Anwesen im Besitz von Bernd Thoma. Jetzt kommen wir in die Hauptstraße 1, Nagler. Tatsächlich war Langenstein Jodokus, geboren 1801, war Nagelschmied. Also, der Nagler kannte ich, aber dass der Urgroßvater Nagelschmied war. Egal, sein Sohn Langenstein Alois war Krämer,
dessen Sohn Langestein Bernhard war Kaufmann. Dessen Sohn Langestein Werner wurde auch der Lange Werner genannt, weil er so lang und schlank war. Oder auch spöttisch Ladejucker. Kaufhaus Langestein neben Schwörerhausen gegenüber vom Gasthof Hecht. Ich war fasziniert. In diesem Laden gab es einfach alles zu kaufen. Von Lebensmitteln über Haushaltswaren bis zu Nägeln und Schrauben konnte man alles bekommen. Pferdeheger in der Hauptstraße 3. Pferde ist die Abkürzung von Ferdinand Heger, geboren 1894. Ferdinand Heger war Elektrotechniker und hatte ein Elektrogeschäft. Das Elektrogeschäft wurde von Karl Betzner weitergeführt. Heute ist die Poststelle und das Reisebüro im Erdgeschoss. Nothelfers in der Hauptstraße 5. Zwick Maria heiratete 1911 Nothelfer Johann, daher der Nothelfers. Die Tochter Ottilie Nothelfer heiratete Konrad Meyer, später im Allaut bekannt als das Meierhus. Das Haus wurde umgebaut mit Kneipe Hacker und später Gelis Vesperstube im Untergeschoss. Schuhschild, das sagt Ihnen irgendwas ganz anderes, in der Hauptstraße 6. Schild Leo, 1878 geboren, war Schuhmacher und zog von der Dr. Zimmermannstraße 10 in die Hauptstraße 6. Das ist das kleine Stichsträßle zwischen Hecht und Döner, runter. Und hier hatte hier seine Schuhwerkstatt. Nach dem Umzug der Schuhwerkstatt in die Hauptstraße 23 zog Familie Kugel ein und danach wurde das Haus von Familie Langenbach bewohnt. Wir springen jetzt ein wenig arg, weil durch diese Stichstrauß klaffert die Hausnummer ein wenig auseinander und ich gehe jetzt halt der Hausnummer nach. Also Marshefe ist auch noch ein bekannter Hausname, Nordler habe ich nicht gehört, aber Hauptstraße 7. Der Ursprung ist eben nicht ganz klar. Rauber Josef, geboren 1819, heiratete Langestein Maria Josefa. Hier wäre eine Namenskombination aus Mar und Siffe, also Marsiffe, denkbar. Nachfolgende Generationen in diesem Haus, Rauber Johann Baptist, Rauber Leo, Rauber Erwin und sein Sohn Rauber Arthur. Kiefer Schneider, der ist wieder in dieser Stichstraße, Hauptstraße 8. Schneider Robert, geboren 1884, betrieb ab 1930 im Erdgeschoss dieses Hauses eine Küferei. Küferei, wer das nicht weiß, die stellen Fässer her, Holzfässer. Sein Sohn Robert Schneider war ebenfalls Küfermeister. Anschließend wurde das Haus von Otto Schneider und jetzt von Silvia Schneider bewohnt. Kupfermecke, Hauptstraße 9, auch noch ein bekannter Name, obwohl das Haus schon weg ist und die Familie auch schon ausgestorben ist. Rebstein Jodok, geboren 1806, und sein Sohn Rebstein Gottfried waren Kupferschmiede. Rebstein Karl, geboren 1877, und später auch sein Sohn Fritz, geboren 1909, waren Flaschner und wurden Mecke oder Kupfermecke genannt. Kupfer ist soweit klar, Mecke, böse Zungen behaupten, es kommt vom Meckere, aber das sind Spekulationen, ich kann es nicht behaupten. Der Hechtwirt als Rieter, Hauptstraße 12, Rieter Ferdinand war Hechtwirt, 1672 geboren, hat Ursula Einhardt geheiratet. Jetzt machen wir einen riesen Sprung, sonst wäre das Blatt hätte gelangt. Anna Maria Behringer, geboren 1911, hat Leander Hemberger geheiratet, heute im Besitz von Sohn Leo Hemberger. Rauber Hermanns, Hauptstraße 11. Das Haus ist heute im Besitz der Familie Max Rauber. Vater und Großvater von Max Rauber hießen jeweils Hermann Rauber. Der eine geboren 1882 und der andere geboren 1914. Die Bächlere, die wir vorher gehört haben, aus der Dr. Zimmermannstraße 4, hat in zweiter Ehe den Rauber Hermann Junior geheiratet.
Hinter Ehlers, der Begriff ist jetzt weniger bekannt, in der Hauptstraße 13a, Johann Langenstein, geboren 1839, war seit 1875 Öler. Johann Langenstein war der Vater von Karl Langenstein, die Tochter von Karl war Bertha Langenstein und wurde schon Ehlers Bertha genannt. Fritz Burghaufer hat Bertha Langenstein, also Hintereler, geheiratet. Die Tochter Hildegard Burghaufer hat einen Rauscher geheiratet. Und dann sind wir beim Rauscherhus. Jetzt springen wir wieder hoch, unterhalb vom Hecht, Alte Messmers, Hauptstraße 14. In diesem Haus zwischen Hecht und Raschke wohnte Familie Arthur Sauter und wurde Alte Messmers genannt, weil sein Großonkel Christian Rebstein, geboren 1873, Mesner war. Vorderehlers sind etwas bekannter, Hauptstraße 15. Der gleiche Langenstein Johann war eben seit 1875 Öler und die Tochter Anna Langenstein heiratete den Einhard Heinrich und hatte den Sohn Josef Einhard genannt, Ehlers Sipp oder Vorderehlers. Ehlers Sipp war mir noch geläufig für Josef Einhard. Der letzte Besitzer vor dem Abriss des Hauses war Michael Gruber. Schwarze Else in der Hauptstraße 18, das ist hinter Raschkes. Dieses Haus gehörte Elisabeth Else Dorn. Sie war eine geborene Schwarz. Also hier ist die Zusammensetzung auch relativ einfach. In diesem Haus gab es eine lange Zeit einen kleinen Lebensmittelladen, an den ich mich noch gut erinnern kann. Basches ist auch noch ein bekannter Hausname in der Hauptstraße 19. Nur der Husname ist weit zurück. Husname Basches rührt von einem Langenstein Sebastian, geboren 1797. Von Sebastian auf Basti, auf Basches. Die weiteren Nachfahren waren Langenstein Johann, Langenstein Gebhard, Langenstein Leo mit den drei Töchtern Anselma, Irmgard und Rita. Sie waren die letzten Bewohner des Hauses. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die jüngste Tochter Basches Rita genannt wurde. Sie war ein bisschen älter wie ich, insofern kam mir das noch zu Ohren. Hofmeisters Hauptstraße 20. Diese Schreibweise ist natürlich katastrophal, aber sie soll ein bisschen den Dialekt widerspiegeln. Man kann nicht Hofmusters sagen oder sonst irgendwas, das sind Hofmusters. Rebstein Melchior, geboren 1752, war ab 1781 Hofmeister, also Hausmeister für das Kloster Otterbeuren und verantwortlich für mehrere Grundstücke, unter anderem Nothelfers, Maßhefe und eben Hofmeisters. Rebstein Konrad, geboren 1864, und Berger Josefa hatten 6 Kinder. Rebstein Alois wurde Seehofwirt, Rebstein Konrad blieb auf dem Hofmeisterhaus, Rebstein Peter zog nach Salem, Rebstein Maria Josefa verheiratet mit Josef Mohr, Rebstein Anton war der Schlossermeister Schlosses Lotte von der Schlosserei und Rebstein Rosina verheiratete Hinterscheid. Heute wird das Haus bewohnt von Gerhard und Heidi Sippel, geborene Rebstein. Hafens, Hafen August wohnte in der Hauptstraße 21. Der Sohn Gebhard Hafen war mit Schild Theresia verheiratet und hatte eine Tochter, die einen Staudacher geheiratet hat. Späterer Besitzer war Reinhold Meyer. Hornsteins Paula, auch Rieder existiert, Hauptstraße 22. Von Rieder Johann Georg, geboren 1740, verheiratet mit Schmäh Ursula. Endres Maria, verwitwete Langenstein, war in zweiter Ehe verheiratet mit Hornstein Georg. Die Tochter war Paula Hornstein, deshalb also Hornsteins Paula. Nix hinmachen bitte.
Andres Maria war in erster Ehe verheiratet mit Langestein Otto und hatte 5 Kinder. Der Alfons wurde nur 1 Jahr. Tekla Maria, verheiratete Graf in der Siedlung. Mathilde, verheiratete Brügel. Theresia, verheiratete Deutsch. Und Theodor mit 25 Jahren gefallen. Wieses, Hauptstraße 23, das kommt sicherlich von Weiß. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber wie gesagt, Weiß würde Wies bedeuten. Und wenn man dann ein S dran hängt, muss man hier also noch ein E dazwischen schieben. Wieses, Hauptstraße 23. Rebstein bzw. Rebstein-Weiß, Johann Baptist, so habe ich es jedenfalls aus den Ahnentafeln heraus, geboren 1775, wohnte schon in der Hauptstraße 23, verheiratet mit Jos Katharina. Leo Schild, geboren in der Dr. Zimmermannstraße 10, zog 1910 in die Hauptstraße 6, das haben wir schon mal gehört, und dann mit seinem Sohn Eugen Schild und dem Schuhgeschäft in die Hauptstraße 23. Also das Haus, das Sie hier auf dem Bild sehen, der heutige Besitzer, ist Ludwig Schild mit dem Schuhgeschäft Schuhschild. Das ist Ihnen jetzt sicherlich auch bekannt. Kranze Marie in der Hauptstraße 24. Kranz Ludwig, geboren 1850, war Korbmacher und kaufte 1883 das Haus in der Hauptstraße 24. Ludwig Kranz heiratete Jeremias Pauline und sie hatte eine Tochter Maria. Die Maria Kranz heiratete Philipp Michael, heute ist mehr bekannt als Haus Michaelshaus. Man sieht auf dem Bild noch Michaelshaus von 1973 mit Kiosk von Ernst Überbacher. Erbaut wurde das Haus 1461, damit urkundlich das älteste Haus in Immenstadt. Niklause, da ist wieder das Michaelshaus. Unten und die Rückseite vom Michaelshaus sah so aus wie das große Bild. Die südliche Hälfte des Hauses Michael war ein eigenständiges Haus und wurde seit 1930 bewohnt von König Josef, geboren 1892, und Heckmann Katharina. Sie hatten 5 Kinder. König Walter wurde auch Keitel genannt, König Paul, König Heinz, König Walter und König Erna. Endresse Mädlen oder Paulus Seffe in der Hauptstraße 28. Ursprung von Paulus Seffe konnte ich leider nicht herausfinden. Endres Johann Baptist, geboren 1858, heiratete Müller Rosina, 1861 geboren. Sie hatten 4 Kinder. Maria starb sehr früh. Anton zog in die Bachstraße 7. Theresia und Josefa blieben auf dem Haus und wurden Endresse Mädlen genannt. Rauber Seffe, Hauptstraße 32. Ursprung Rauber Josef, geboren 1838, genannt Seffe, heiratete eine Buxtor Katharina. Der Sohn Rauber Friedrich war verheiratet mit Rickler Maria und die Tochter Helene Rauber heiratete Karl Braunwart. Yves Hammann in der Hauptstraße 34. Dicker Reiter Johann Ivo, geboren 1790, wohnte in der Hauptstraße 45. Dessen Sohn, Dickreiter Johann Baptist, zog in die Hauptstraße 34, das bis 1851 als Schulhaus genutzt wurde. Dessen Sohn, Dickreiter Karl, geboren 1879, hatte 3 Söhne. Sohn Dickreiter Ivo wurde nur 23 Jahre. Sohn Dickreiter Hermann übernahm den Hof in der Hauptstraße 34 und wurde Yves Hermann genannt. Sohn Dickreiter Johann Baptist, kurz Hans, zog in die Dr. Zimmermannstraße 9. In der Dr. Zimmermannstraße 9 war dann die Schmiede und der Landmaschinenhandel oder später das Autohaus von Norbert Dickreiter. Ludwig Johann in der Hauptstraße 31. Langestein Ludwig,
geboren 1851, war Vater von Langestein Johann. Langestein Johann war von 1945 bis 1947 Bürgermeister in Immelstadt. Die Tochter Hannele Langestein hat einen Odenwald geheiratet. Hunds Eugen in der Hauptstraße 37. Anna Langestein, geboren 1875, war eine geborene Hund und die Mutter von Langestein Eugen. Deshalb wurde Eugen Langestein auch Hunds Eugen genannt. Sein Bruder Willi Langestein wurde Hunds Willi genannt und zog in die Fritz-Kopp-Straße 14. Das haben wir schon mal gehört. Der Altmetzg oder Metzgers Paule in der Hauptstraße 39. Lorenz Morgen, geboren 1850, war Metzgermeister und verheiratet mit Mathilde Riester. Die Tochter Paula Morgen erlernte ebenfalls das Handwerk des Metzgers und war Hausmetzgerin. Hinterhuser, der Name ist jetzt sicherlich weniger bekannt. Johann Georg Rebstein, geboren 1722, baute im Jahre 1765 zu dem vorderen Haus an der Straße ein zweites hinteres Haus, das er an seinen Sohn Johann Gabriel Georg übergab. Josef Anton Rebstein bekam das vordere Haus. Seit dieser Zeit gab es den Vorderhuser und den Hinterhuser. Die Linie der Hinterhuser starb allerdings mit Rebstein Sebastian, geboren 1810, aus und das Haus wurde im Jahre 1877 an Christian Langestein verkauft. Christian Langestein war später Bürgermeister von 1903 bis 1919. Jetzt kommen wir zum weitaus bekannteren Vorderhusers. Der Sohn Rebstein Josef Anton blieb ein Vorderhuser und vererbte es seinem Sohn Rebstein Matthias. Der Sohn Rebstein Severin heiratete Fittel Ida. Die Tochter Rebstein Tekla heiratete Alois Weishaupt, Friedrichshafener Straße 10. Die Tochter Rebstein Christenz heiratete Karl Schild im Happeweiler 8. Der Sohn Rebstein Siegfried war der Zieten und heiratete Haller Maria und zog in die Friedrichshafener Straße 8. Rebstein Heinrich heiratete Heberle Hedwig und blieb in der Hauptstraße 43. Sein Sohn Engelbert fiel 1944. Seine Tochter Tekla heiratete Max Magino und übernahm den Hof. Und seine Tochter Else heiratete den Anton Rauber in der Seestraße West 12. Bab Tischtles in der Hauptstraße 46. Langestein Johann Baptist, verheiratet mit Rita Maria. Sohn Langestein Sebastian, verheiratet mit Hund Christentia. Sohn Langestein Josef, verheiratet mit Berger Ida. Und Tochter Langestein Maria, verheiratet mit Fürst Gustav. Der Sohn Fürst Leo war der letzte Besitzer, bevor es abgerissen und ein Mehrfamilienhaus gebaut wurde, neben Sparkasse Heiligenberg. Rauber Wilhelms, Hauptstraße 47. Rauber Wilhelm, geboren 1877, heiratete eine Ida Rebstein. Er wurde auch Bolle genannt. Die Auflösung kommt nachher in der Hauptstraße 54. Die Tochter Luise Rebstein heiratete den Edwin Gleichauf, Adlerwirt. Und die Tochter Paula Rauber heiratete den Berthold Meichle, Schiffsmeister. Jules in der Hauptstraße 52 zwischen Bank und Gehweiler. Müller Julius, geboren 1868, wohnte in der Hauptstraße 52 und war verheiratet mit Massal Maria, Lorenz Mathilde, Riedro Paulina und Dietz Maria Anna, mit der er nach Singen zog. Gab es also auch damals schon. Seine Tochter Maria heiratete Ledergerber Anton aus Bodmann. Sein Sohn Müller Johann Baptist zog in die Seestraße West 10 und seine Tochter Müller Theresia zog nach Basel. Coppeleo oder Bellele, Hauptstraße 54. Der Hausname Bellele
kam, so sagt man, weil er im Gegensatz zum Boller, also Rauber Wilhelm, von gegenüber zwei Kühe weniger hatte. Also es gab schon komische Sachen. Kobleo heiratete eine Rauber Rosa, die Tochter Hilda Kopp heiratete einen Gehweiler Franz und dann sind wir wieder bei Gehweilers. Der Schreiner Berger in der Hauptstraße 56, Berger Alfred war Schreiner. Sein Sohn Alfred war ebenfalls Schreinermeister und hinter dem Wohnhaus war die Werkstatt. Man sieht noch ein kleines Eck von der Werkstatt. Zum Abschluss der Hauptstraße in 58 ist der Sattler, oder Sattler Heger. Heger August, 1858 geboren, war schon Sattlermeister. Es folgte sein Sohn Heger Heinrich, ebenfalls Sattlermeister, heute im Besitz der Familie Beate Heger. Mirschburger Straße 5, Schilde Johann, geboren 1881, verheiratet mit Langestein Maria. Tochter Marie Schild heiratete Karl Magino, heute im Besitz von Emma Schönhardt, geborene Magino. Das Haus selbst wurde erbaut im Jahre 1911, so steht es zumindest auf der Tafel vorne am Haus. Die Sorners in der Mirschburger Straße 15. Schon Langestein Karl, geboren 1840, war Seiler in der Hauptstraße 9a. Sein Sohn Christian Langestein war Seilermeister. Aus der Ehe mit Sophie Martin gingen 5 Kinder hervor. Langestein Josef zog nach Markdorf, Langestein Katharina in die Hauptstraße 49. Langestein Fritz ist gefallen. Langestein Emil heiratete Maria, genannt Mimi, und hatte 7 Kinder. Manfred, Arthur, Gerlinde, Ewald, Gerald, Bernd und Andreas, die in diesem Haus groß geworden sind. Andreas Langestein hat heute noch den Spitznamen Sorler. Das Haus selber gehörte Endres Karl. Er war Landwirt und Weinhändler. In diesem Haus war auch eine Abgabestelle für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Es war extra eine Rampe vor dem rechten Teil des Hauses angebracht. Auch bei diesem Hausnamen war es kein Name zum Haus, sondern ein besonderer Name zum Nachnamen oder zum Geschlecht. Deshalb ist der Name Sorlers mitgewandert. Sonnewirtz ist wieder relativ einfach in der Mirschburger Straße 18. Berger Johann Baptist, geboren 1844, war Wirt vom Gasthof Sonne, deshalb Sonnewirtz. Pferde Otto, Seestraße Osch 2. Pferde unbekannt, Langestein Franz Xaver heiratete Langestein Maria. Die Kinder Langestein Otto, Katharina und Sophie waren die letzten Bewohner dieses Hauses. Das Haus stand zwischen Schuhhaus Heger und Birkhofer, da wo jetzt die Garage vom Seehof ist. Aber ich habe da jetzt lange Zeit gehabt, um das selber begutachten, weil da haben wir selber gewusst, gell? Morgenbecks in der Seestraße Ost 13. Morgen Ferdinand, geboren 1855, war Bäcker und wohnte in diesem Haus. Sohn Karl Morgen war verheiratet mit Maria Dickreiter. Das Nachfolgehaus ist jetzt im Besitz von Familie Rosenberger. Hans-Jürges, Seestraße Ost 17. Ursprung war mir bis jetzt unbekannt. Langestein Anton, verheiratet mit Elisabeth Einhardt. Und Bild aus 1963, man sieht das Haus von der Hauptstraße aus, das im roten Rahmen Langesteins, also Hanserles, und rechts das Anwesen von Familie Überbacher. Die zwei anderen Häuser sind von Süden aus. Das Nachfolgehaus ist im Besitz von Familie Schlichter. Gerade wurde mir von einer Langestein gesagt, jetzt muss ich wieder nachlügen,
Dass es einen Hans-Jörg Langerstein gegeben hat und den hat man dann, wenn man schnell schwätzt, zu Hans-Urli umgetauscht oder umgeluschelt oder wie auch immer. Ich müsste das aber nochmal genauer nachprüfen. Ganz am Ende der Seestraße Ost 39, die Brasters, Rebstein Katharina, geboren 1879, geborene Knoblauch, heiratete in zweiter Ehe den Friedrich Braster, also natürlich Braster, aber der sagt in Immelstadt kein Mensch. Die Tochter Franziska Braster heiratete den Berger Friedrich, Fritz, jetzt ist im Besitz der Familie Erhard Berger. Mohrers in der Seestraße West 1, schon Langestein Johann, geboren 1857, war Maurer. Bin ich eigentlich zu laut oder? Gott so, gut. Auch Langestein Konrad, geboren 1891, der Sohn von Johann, war ab 1930 Bauunternehmer. In der nächsten Generation war Albert Langestein Maurer und Bauunternehmer. Gemeindrechners in der Seestraße West 4. Ursprung Berger Johann Nepomuk, geboren 1825, hatte 4 Kinder. Berger Richard übernahm den Hof in der Seestraße West 4 und sein Bruder Berger Wilhelm war Ratsschreiber und damit auch Gemeinderechner. Die nachfolgenden Generationen waren Berger Richard, dessen Tochter Berger Sophie Maria heiratete den Merck Franz Xavier. Sie waren die Eltern von Manfred Merck, der quasi jeden kennt und jeder hat ihn kennt. Also um das nochmal zu sagen, der rote Pfeil ist nur für das Haus, nicht für den Jungen, den habe ich nicht gekannt oder ich konnte ihn nicht entziffern, wie auch immer. Schutzboss in der Seestraße West 6, vermutlich wegen dem früheren Besitzer Schutzbach Josef. Berger Anton, verheiratet mit Dickreiter Therese. Sohn Berger Gebhardt, verheiratet mit Röhrenbach Josefa. Und Berger Willi, verheiratet mit Langestein Anselma Basches. Willers Juli, Seestraße West 10. Miller Johann Baptist, geboren 1897, verheiratet mit Christ Emilie, zog 1922 von der Hauptstraße 52, da hatten wir schon mal den Juli, in die Seestraße West 10. Sein Vater war Juli Müller und war dort in der Hauptstraße 52. Tochter Anni Müller heiratete Weißenberger Bruno. Sohn Erwin Müller heiratete Hildegard Erlenspiel und zog 1955 in das neu gebaute Haus im Fricke-Wesele 38. Tochter Theresia Müller heiratete Adolf Rimmele und zog nach Friedrichshafen. Das vordere Haus, also der Teil hier, war im Besitz einer Frau Strauß. Ein Erbe von Frau Strauß verkaufte es an Manfred Merck. Heute sind es 2 aneinandergebaute Häuser von Merck und Weißenberger und eben in diesem vorderen Teil ist das Café Merck untergebracht. Die Ivels in der Seestraße West 12, Rauber Ivo, geboren 1879, verheiratet mit Einhard Helena. Zweitältester Sohn, Rauber Anton, geboren 1911, verheiratet mit Rebstein Else, Vorderhuser. Übernahm den Hof und übergab diesen wieder an ihren Sohn Anton Rauber. Rieter Hannes, Seestraße West 13. Langestein Franz, geboren 1803, war verheiratet mit Rieter Maria und hatte einen Sohn, Langestein Johann Hannes. Daher kommt mutmaßlich Rieter Hannes. Und dieser zog in die Hauptstraße von der Hauptstraße 22 in die Seestraße West 13. Meine Version ist also, dass Rieter und Hannes zu Rieter Hannes kombiniert wurden. Ab 1900
1930 zog Eberle Gerhard oder Gebhard in die Seestraße West 13, nachdem er Langenstein Rosa heiratete. Die Söhne aus dieser Ehe heißen Alfred und Ernst Eberle. Da die Seestraße West schon 1116 und 1246 als Riedgasse erwähnt wurde, aus dem Bürgerbuch Gemeinde Immenstadt, obwohl es eigentlich nur Hausnamen und keine Straßennamen gab, wäre auch diese Riedgasse eine mögliche Herleitung des Hausnamens. Wattles in der Seestraße West 16, Ursprung ist unbekannt, Hund Eduard, 1880 geboren, verheiratet mit Mühleis Hermine, wohnten in dem Haus in der Seestraße West 16. Das war das Geburtshaus von Tochterhund Clara Lina, verheiratete Schultheiß in der Hauptstraße 17, Sohn Hund Johann Karl, kurz Hans, in den Wattgraben 12, Sohn Hund August in Kapelleweg 5 und Sohn Hund Edwin wanderte nach Amerika aus. Ferdinande oder Ferdinandle, Ferdinandle in der Seestraße West 23, Dickreuter Ferdinand, geboren 1855, verheiratet mit Langenstein Maria, Sohn Dickreuter Adolf, geboren 1889, heiratete Widinger Pauline, Sohn Dickreuter Theo, heiratete Armella Heger, jetzt im Besitz von Sohn Franz Dickreiter. Glänzle in der Seestraße West 26, schon bei Hund Hermann, geboren 1887, wurde der Hausname Glänzle verwendet. Er heiratete Bottling Frieda. Die Tochter Litwina Hund heiratete Hermann Lohner. Der Urgroßvater von Hund Josef, geboren 1801, und von der Urgroßvater von Anni Hund, verheiratete König, und Litwina Hund, verheiratete Lohner, war um 1850 Hechtwirt und wohnte im Wattgraben 10 bei Hund Zepper. Rux, ob mit Zika oder mit 2G, Rux Georg, verheiratet mit Jos Anna Maria. Jos Anna Maria war in zweiter Ehe verheiratet mit Schneckenbühl Josef. Schneckenbühl Anna, Tochter Schneckenbühl Anna, verheiratet mit Berger Severin. Sohn Berger Josef, verheiratet mit Freistädter Maria. Tochter Berger Paulina, verheiratet mit Widinger Karl. Und der war Friseurmeister und hatte sein Friseurgeschäft unten im Erdgeschoss, dort wo die große Scheibe zu sehen ist. Rauber Hitle, jetzt weiche ich mal ein wenig ab von der Hausname. Ich dachte immer, da stand früher eine Hütte und die Jugendlichen gingen dort heimlich zum Rauchen. Aber so kann man sich irren. Auf dem Freibadegelände vor dem Strandbad hatte der Fischer Benedikt Rauch wohnhaft im Wattgraben 4 eine Fischerhütte stehen. So wie die neu eingeweihte Fischerhütte von Dickreiter. Rosa Rauch, geboren um 1900, heiratete 1930 Franz Krötsch, ebenfalls Fischer. Auf dem Bild ist zu sehen, Benedikt Rauch, Fischer, Rosa Krötsch, Rauch Käthe, Käthe Rauch und Ottilie Rauch. KW Hemd hoch. Seestraße West, beziehungsweise Strandbadstraße 3. Der Ursprung ist unbekannt. Das Strandcafé Heinzler wurde im Volksmund auch Café Hemdhoch genannt. Heute ist das Hotel Heinzler im Besitz von Michael und Thomas Heinzler. Und noch eine Kleinigkeit: Die Knickschussbar war im Schloss Helmsdorf. Ursprung des Namens ist ebenfalls unbekannt. Es war die Bar im Nebengebäude vom Schloss Helmsdorf gemeint. Da drin ist heute ein Lebensmittelladen. Jetzt kommen wir zu W. Wattgraben, der letzte Straße, Platzheger.
Ursprung Heger Anselm, geboren 1755, bewohnte schon das Haus im Wattgraben 1. Da das Haus gleich unter dem Dorfplatz, jetzt Schwörerkreisel, stand, deshalb Platzheger. Mesmerdonnes, Wattgrabe 5. Bei uns übrigens hieß es in der Familie nur Memmerdonnes. Ob der Dialekt schuld war oder die Schlampigkeit der Aussprache, keine Ahnung. Jedenfalls Langestein Josef Anton, geboren 1783, war Mesner. Von Anton wurde Donne abgeleitet, also Mesmerdonnes. Die nächsten Generationen waren Langestein Lukas, Langestein Richard, nochmal Langestein Richard, und die Kinder von dem letzten Richard waren Langestein Stefan, Langestein Lisbeth, verheiratete Lang in der Brobmannstraße 3, Langestein Paula, verheiratete Radler in der Schweiz, und Langestein Hermann. Auf dem Bild sind zu sehen Richard Langestein bzw. zuerst zwei Kühe und dann Richard Langestein Junior und den Eltern Maria und Richard Langestein Senior vor dem Haus Wattgraben 5, also das Haus, wo jetzt die Dr. Wirrenbach drin arbeitet. Die Ricklers im Wattgraben 9, Pauline Rickler, hat Friedrich Rauber geheiratet. Pauline Rickler war die Großmutter von Arthur Rauber. Auf dem Bild steht Johann Rauber vor dem Zaun. Um die Ecke vom Gartenzaun steht Josef Rauber, Vater von Arthur Rauber, und im Garten Großmutter Pauline Rauber, geborene Rickler, und Großvater Friedrich Rauber. Dann der Hohenzipper ist auch noch ein bekannter Hausname in Wattgrabe 10. Abgeleitet von Hund Josef, wurde Sepp abgeleitet, daher Hohenzipper. Er war der Urgroßvater von Erich Hund Peppino. Kopphus im Wattgrabe 12. Das Haus war im Besitz von Kopp Adolf, geboren 1882. Er heiratete Rauber Maria. Der Sohn August Kopp heiratete die Stocker Luise. Beide Söhne August und Hermann Kopp kamen aus dem Krieg nicht zurück. In zweiter Ehe heiratete Luise Kopp den Hans Hund Wattle. Jetzt sind wir Gott sei Dank am Schluss angelangt. Recht herzlichen Dank. Bei den folgenden Personen möchte ich mich natürlich herzlich bedanken, da sie mich bei meinen Nachforschungen unterstützten. Als erstes auf jeden Fall Irmgard Eberle. Sie hatte die Idee und wirklich ein großes Wissen an Husnennern. Mir persönlich waren höchstens noch die Hälfte der Husname geläufig. Anschließend habe ich unsere Liste mit mehreren anderen besprochen, ergänzt und korrigiert und vor allem den Ursprung erkundet, was mir nicht immer gelang. Hierbei waren die Familienbücher des Heimatvereins sehr hilfreich. Weitere daran beteiligte Personen waren, die meisten mussten meine Hausbesuche erdulden, Ilse und Erich Weber, Sonja Langenstein, Isolde Weishaupt, Ottmar Fischer, Bruni Brecht, Karin Bank, Christa und Heiner Heger, Margarete Rock und noch einige andere. Herzlichen Dank. Jetzt sind wir gerade selber schuld, weil jetzt kriegen wir noch eine Zugabe. Aber die ist relativ klein. Und zwar hat sich aus den Recherchen im Heimatbuch ergeben, die Wirte vom Gasthof Hecht, das war fast ein Stück weit automatisch in der Hauptstraße 12, die in Klammer gefassten Zahlen sind aus dem Familienbuch. Damit man es leichter wiederfindet, habe ich mir so aufgeschrieben, spielt aber jetzt keine Rolle. Also Rebstein Johann Jakob war der Erste, den ich im Familienbuch gefunden habe, 1615, war verheiratet mit Wiest Anna
Dann kommt Sohn Rebstein Johann Melchior, 1655 verheiratet mit Böhm Anna Maria. Zweite Ehe von Böhm Anna mit Rita Ferdinand. Zweite Ehe von Rita Ferdinand mit Einhard Ursula. Dann gab es eine Lücke, Weltin Maria Josepha, verheiratet mit Prielmeier Michael. Prielmeier Maria Elisabeth, verheiratet mit Mecking Johann Georg. Dann gab es wieder eine Lücke, Hund Josef, 1801, verheiratet mit Gessler Maria Magdalena. Und Hund Johann Evangelist, verheiratet mit Heger Maria. Und dann gab es wieder eine Lücke. Und dann sind wir bei Beringer Josef, verheiratet Dietsche Friederike und Tochter Beringer Anna Maria, verheiratet mit Hemberger Leander, und Sohn Hemberger Leo ist nun Besitzer des Gasthofes Hecht. Damit schließe ich endgültig. Vielen Dank und schönen Nachhauseweg.